Hallo liebe Triathleten, ich möchte euch gerne zum zweiten Webinar begrüßen, was die Challenge Family und ich, Luboš Bílek, zusammen für euch vorbereitet haben. Beim ersten Thema ging es um die allgemeine Trainingslehre und das heutige Thema ist die Saisonplanung. Bei meiner Saisonplanung geht viel heraus aus der allgemeinen Trainingslehre. Es sind dann halt die Abschnitte in einem Jahr oder in einem Trainingsjahr. Und ich zeige euch, was man zu verschiedenen Phasen, in den verschiedenen Monaten dann halt trainieren kann. Es ist wichtig, für das kommende Jahr einen Saisonhöhepunkt zu haben. Ich habe für euch als Saisonhöhepunkt Challenge Rot ausgesucht. Es ist eine sehr schöne Langdistanz und es ist dann halt für viele Athleten da halt ein Wettkampf, der auf der Liste ganz, ganz oben steht, wo die Athleten einmal starten möchten. Der Wettkampf findet dann halt ganz normal im Sommer statt, im Juli. Und wir haben jetzt genug Zeit für eine gute Vorbereitung bis zu dem Wettkampf. Es kann sein, dass es für einige von euch eure erste Langdistanz sein wird. Und dann würde ich euch empfehlen, in diesem Jahr, jetzt im Herbst, im September oder im Oktober, einen Marathon zu laufen. Es ist wichtig, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Viele von den Athleten haben Angst, bevor sie die erste Langdistanz machen, um Gottes Willen, wie soll ich den Marathon überleben? Wenn ihr aber schon ein Jahr vorher einen Marathon gelaufen seid, den hoffentlich da halt gut überlebt habt, geht ihr mit guter Erinnerung in die Langdistanz rein und es hilft euch dann halt beim Marathon besser durchzukommen. Wir gehen dann halt davon aus, dass zum Beispiel da halt in dieser Saison der Marathon am 20. und 25. Oktober stattfindet. Und nach diesem Marathon würde ich euch empfehlen, die Saisonpause zu starten. Es heißt dann halt bei mir die Übergangsperiode. Und die können wir dann halt auf den 1. November setzen. Die Übergangsperiode ist bei mir die kürzeste Periode vom ganzen Trainingsjahr. Und die dauert circa 4 Wochen. Das wäre dann zum 1.12. Und am 1.12. würden wir dann halt mit der allgemeinen Vorbereitungsperiode starten. Das ist die längste Phase, wo die ganzen Grundlagen aufgebaut werden, wo man viel an der Technik, an der Geschwindigkeit arbeitet. Ja, ich komme noch später bei den verschiedenen Trainingsphasen dazu. Aber jetzt dann halt nur so zur Vorstellung. Das ist da die längste Phase. Danach kommt die spezielle Vorbereitungsperiode. Wir haben hier, wie gesagt, die Übergangsperiode, hier die allgemeine Vorbereitungsperiode und hier kommt die spezielle Vorbereitungsperiode. Die dauert dann halt, sagen wir mal so, 6 bis 10, 12 Wochen und nach dieser speziellen Vorbereitungsperiode kommt schon dann halt die Wettkampf. Periode. Hier kennen wir halt als Punkt, wann die allgemeine Vorbereitungsperiode zu Ende geht, wo die spezielle Vorbereitungsperiode anfängt, circa den 15. März setzen und dann gehen wir von einer 6-wöchigen von 1,5 Monate Dauer und hier die Wettkampfperiode startet zum 1.5. Und hier ist dann halt im Juli ist dann halt der Saisonhöhepunkt, unser wichtigster Wettkampf, auf den wir uns alle vorbereiten. So, die Übergangsperiode. Wie ich gesagt habe, es ist die kürzeste Periode im Jahr, die circa 4 Wochen dauert. Ich empfehle den Athleten in dieser Zeit, wenn möglich, oder halt, ja, nicht nur wenn möglich, sondern wenn ich die Empfehlung mache, dass die in diesen 4 Wochen nicht trainieren. Diese 4 Wochen tatsächlich nutzen, um den Körper zu erholen, um den Kopf zu erholen. Es ist auch die Zeit für eure anderen Hobbys, die ihr dann halt während der normalen Triathlon-Saison nicht schafft. Ja, für die Jungs wäre es wahrscheinlich Fußball, Basketball, Tennis dann halt gut, für die Mädels. Ja, Aerobic, Volleyball, alles Mögliche, was ihr dann halt in der Saison normalerweise nicht macht, bietet sich dann halt an, in dieser Übergangsperiode zu machen. Ja, da sind dann halt andere Sportarten. Ja,
Dazu bietet sie dann halt auch an, sag ich mal, für die Athleten, die nicht gerade im Wasser geboren sind, ja, wäre diese Zeit von den 4 Wochen oder 5 Wochen ohne Schwimmen sehr, sehr lang. Also das wäre die einzige Möglichkeit oder ja, die einzige Triathlon-Disziplin, die man zu dieser Zeit trainieren kann, eventuell auch trainieren soll, die man dann halt macht. Ja, da wäre halt Schwimmen. Und der Schwerpunkt beim Schwimmen liegt an der Technik und am Wassergefühl. Es sind keine richtigen Trainingseinheiten, man muss nicht unbedingt eine Stunde im Wasser bleiben. Es würde auch reichen, wenn man nur zweimal die Woche für 30 Minuten ins Wasser geht, dass man halt das schwer aufgebaute Wassergefühl in dieser Zeit nicht verliert. Ja, aber generell ist diese Zeit, die dient der Erholung nicht nur dem Körper, sondern auch dem Kopf. Die allgemeine Vorbereitungsperiode. Wie gesagt, das ist da halt die längste Periode, die dann halt 4, 5, 5,5 Monate dauern kann. Und in dieser Periode ganz, ganz im Vordergrund ist dann halt GA1. Weiterhin, worauf man dann halt arbeitet, oder GA1 oder wäre dann der Trainingsbereich 1. Weiter kann man dann halt in dieser Zeit dann halt an der Technik arbeiten. Weiter wäre dann halt Stabi und Dehnen. Und auch zu dieser Zeit kann man sehr gut an der Geschwindigkeit arbeiten. Ich mache da halt auch beim Laufen viele Steigerungsläufe oder dann halt im Schwimmen dann halt verschiedene Sprints. Der Schwerpunkt von den Disziplinen zu dieser Zeit, weil das Wetter meistens dann halt schlecht ist, liegt beim Schwimmen und beim Laufen. Das Radfahren geht zu dieser Zeit dann halt ein bisschen zurück. Und was das Radfahren zu dieser Zeit betrifft, was auch richtig sinnvoll ist, wäre Mountainbike. Oder man geht dann halt, weil das Wetter nicht gut ist und man will nicht unbedingt krank werden, man geht dann halt auch auf die Rolle. Zu dieser Zeit finde ich manchmal ganz lustig und da halt auch, es ist schwierig, wenn der letzte Wettkampf schon im Oktober war und der erste erst im April, Mai oder im Juni kommen soll. Immerhin trainieren wir dafür, dass wir später in den Wettkämpfen gut sind, würde ich auch in dieser Zeit verschiedene so Spaß-Vorbereitungswettkämpfe einbauen. Irgendwo, es kann gerne 10 Kilometer Lauf sein, aber da ist es manchmal gefährlich, weil man noch nicht so hundertprozentig fit ist. Und wenn die Zeit nicht so gut ist, wie man sie da halt vorgestellt hat, geht das vielleicht mit der Motivation ein bisschen zurück. Ich empfehle sehr viel dann halt zu dieser Zeit Crossläufe. Also machen wir Testlauf. Man könnte auch solche legendären Schwimmwettkämpfe da halt machen, aber aus Erfahrung mit, sagen wir mal, 99% von den Age Group Triathleten ist Schwimmen nicht die beste Disziplin. Bei einem Schwimmwettkampf teilzunehmen würde nicht so viel Spaß machen, deswegen lassen wir das eher bleiben und würden dann halt bei den Laufwettkämpfen teilnehmen. Weiter geht es dann mit der speziellen Vorbereitungsperiode. Wo ich vorher gesagt habe, die kann zum Beispiel zum 15. März, so Mitte März starten. Und der Punkt, wo man sagen kann, dass dieser Wechsel kommt, ist dann halt die Zeit, wenn das Radfahren in den Vordergrund kommt und das Schwimmen mit dem Laufen ein bisschen in Hintergrund. Selbstverständlich wird das weiter trainiert, aber ab dieser Zeit ist das Radfahren hauptsächlich im Vordergrund. Spielt eigentlich keine Rolle, ob man dann halt zu Hause in Deutschland, in der Schweiz, in Tschechien da halt Radfahren geht oder ob man da halt ins Trainingslager geht. Wenn man ins Trainingslager geht, würde ich da halt empfehlen, erstmal ein bisschen ruhiger zu starten, nicht unbedingt die ersten 2, 3 Tage volle Kanne, dass man danach müde ist oder dass man sich danach verletzt, weil man dann halt zu viel gemacht hat, die Aufmerksamkeit hat nachgelassen und man deswegen danach gestürzt ist. Ja,
Aber das wäre halt Aufbau vom Trainingslager. Das könnten wir gerne irgendwann in der Zukunft als ein Thema auch aufnehmen. So, im Vordergrund zu dieser Zeit auf dem Radbleib, wahrscheinlich, weil wir nicht so viele Kilometer gemacht haben, ist dann halt GA1 oder dann halt Trainingsbereich 1. Im Schwimmen und im Laufen selbstverständlich ist weiterhin dann halt Trainingsbereich 1, dann halt ganz, ganz im Vordergrund, aber weiterhin, jetzt kann man am Trainingsbereich 2 arbeiten. Weil wir eine gute Grundlage aufgebaut haben, über Trainingshaus habe ich beim letzten Mal gesprochen und das wäre da halt jetzt die zweite Stufe in unserem Trainingshaus. Und wir wollen selbstverständlich das Trainingshaus groß zu haben in den ersten Monaten über die große Basis im GA1. Und jetzt kommen dann halt weiterhin weitere Basis im Trainingsbereich 2. Nichtsdestotrotz, GA1 oder Trainingsbereich 1 stehen immer noch im Vordergrund. Aber jetzt ist Trainingsbereich 2 dazu. Zu dieser Zeit muss man selbstverständlich halt schon auf unserem Wettkampfrad fahren oder deutlich mehr auf dem Wettkampfrad. Ja. Mountainbike geht dann halt zurück und es kommt das Rennrad oder das Zeitfahrrad. Ja. Da, was zu dieser Zeit auch schon gut passt, jetzt würde dann halt ein 10 Kilometer oder ein Halbmarathon passen. Weil wir jetzt schon deutlich fitter sein sollten. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, wenn man im Winter viel an Grundlage gearbeitet hat und auch durch die Crossläufe und durch die Steigerungsläufe, kann man hier ohne spezifischen Intervalltraining beim Laufen Bestzeiten laufen. Ja. Deswegen würde ich zu dieser Zeit das empfehlen und man bekommt auch gute Wettkampfhärte. Und auch, was man hier gerne starten kann, ist zum Beispiel da halt ein Duathlon. Ja, das wäre jetzt für die spezielle Vorbereitungsperiode. Und die letzte Periode, worauf wir uns eigentlich alle über die ganze Saison gefreut haben oder auf die wir uns die ganze Saison vorbereitet haben, ist die Wettkampfperiode. Zu dieser Zeit ist es dann halt schon sehr wettkampfspezifisch. Es ist viel Wechsel- oder Koppeltraining da halt auf dem Programm. Jetzt kommt in allen Disziplinen die Intensität, also jetzt ist da halt eine Mischung vom Trainingsbereich 1, Trainingsbereich 2 und auch Trainingsbereich 3. Also Trainingsbereich 3 hatten wir bis jetzt noch nicht, aber der kommt da halt jetzt schon deutlich mehr dann halt auf den Trainingsplan, dass der Körper danach nicht so überrascht ist, wenn dann der Wettkampf kommt. Ja. So haben wir über das ganze Jahr das aufgebaut, über die Grundlage, über den Trainingsbereich 1, über die spezielle Vorbereitungsperiode, Trainingsbereich 2, jetzt bis zu dem Trainingsbereich 3. Der Körper sollte jetzt ready sein. Wir suchen, oder wie ich gesagt habe, unser Saisonhöhepunkt war dann Challenge Rot. Und wenn die Wettkampfperiode, die ich vorher dann halt gezeigt habe, zum 1. Mai angefangen hat, würde ich empfehlen, wenn das halt möglich ist, wenn ihr genug Möglichkeiten habt, an den Wettkämpfen teilzunehmen, sag ich mal so Anfang Mai. Die, sag ich mal, eine olympische Distanz zu wählen, dann halt gegen Ende Mai, dann halt eine Mitteldistanz. Und auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass ihr zwischen der Mitteldistanz und der Langdistanz dann halt in Rot 4 oder am besten 6 Wochen Zeit habt. Dass sich der Körper von der Mitteldistanz eine Woche gut erholen kann. Danach bekommt ihr dann halt noch 3 Wochen richtig guten Trainingsblock. Und danach, klar ist er halt sehr, sehr individuell, alle ziemlich gut, kann man da halt verallgemeinern oder allgemein sagen, dass man 14 Tage vor der Langdistanz schon mit dem Tapering anfängt, dass man dann halt erholt mit voller Kraft am Start steht. Ja, das wären dann halt, wenn man nur halt die 2 Vorbereitungswettkämpfe wählt.
Ich denke, dass es auch nicht unbedingt nötig ist, an 3 oder 4 Meter Distanzen teilzunehmen zur Vorbereitung. Das würde halt zu viel Kraft kosten. Und auch als ersten Wettkampf in der Saison gleich den Saisonhöhepunkt zu machen, würde ich auch nicht empfehlen. Also 1 oder 2 Vorbereitungswettkämpfe im Triathlon und dazu vorher dann halt 1 oder 2 Vorbereitungsläufe ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und wenn ihr gesund bleibt, wenn ihr die Vorbereitung so absolviert habt, wie ich das hier jetzt gezeigt habe, bin ich mir sicher, dass auf euch in Rot ein sehr, sehr schöner Wettkampf wartet. Ich wünsche euch viel Spaß im Training.